Hallo und willkommen. Da ich momentan keine Stimme habe, präsentiere ich euch etwas anders meine Flohmarkthunde. Viel Spaß. Ja, na gut, so elektronisch wollte ich nicht weitermachen, aber ihr hört, ich habe nicht wirklich viel Stimme. Ich will aber trotzdem euch ein Video nicht vorenthalten. Ich musste auch schon ein Let's Talk verschieben, weil ich einfach nicht genug sprechen konnte. Es geht alles schon besser, aber ja, wie es so ist. Ne? Ich hätte überlegt, ob ich das komplett auf diesem elektronischen Weg das durchziehe, aber naja, ich dachte, ich probiere es extra für euch, so ein bisschen zu sprechen. Ich habe mir extra einen schönen Tee mit Honig in meiner Disney-Studio-Tasse gemacht, die ich von meiner Schwester bekommen habe. Also dafür danke, liebe Schwester, denn die kann ich gut gebrauchen. So, damit ist die Kehle ein bisschen geschmiert und ich hoffe, ich huste nicht und ich bin klar und deutlich für euch. Ja, also, es war Sonntag, ich war auf einem Flohmarkt mit meinem Bruder zusammen. Der erste bei mir in der Stadt. War auch sehr gut besucht, beziehungsweise ich war auch früh da und war voll. Es waren sehr viele Wohnungsauflöser auch da, also so viel, ich sag mal, Trödelhändler, auch viele Privatleute. Das Einzige, was sich unterschied, war wirklich zum anderen davor, es war alles sehr durcheinander präsentiert. Also man musste wirklich die Tische absuchen. Aber ich habe echt schöne Funde gemacht. Nicht die vielleicht die Mega-Dinger, aber so ein paar kleine, feine Funde, über die ich sehr, sehr glücklich bin. Ja, also den Anfang machen zwei Bücher, die ich gefunden habe. Da habe ich jetzt auch an meine Schwester gedacht, aber auch einerseits, weil ich sie auch sehr schön finde, habe ich sie mitgenommen. Haben je 1 Euro gekostet, sind zwei Disney-Bücher. Das erste Disney-Buch ist Bernhard und Bianca im Känguruland. Also ein richtig schönes Buch. Ich habe euch ja schon einmal in einem anderen Pickup-Video, ja, müsste ich euch gezeigt haben, 2 Bücher davon gezeigt, die ich von meiner lieben Bekannten Diana bekommen habe. Schöne Grüße auch an euch. Ihr schaut es ja wohl wieder, auch hier wieder wunderschön gemalte Bilder. Ich finde dieses Bücher wunderschön. Auch hier Bernhard Bianca. Sowieso ein Kindheitsfilm von mir, der erste Teil. Der zweite Teil ist etwas noch Besonderes. Ist nicht ganz so düster wie der erste, aber ein sehr, sehr schönes Buch. Und wo wir da sind, 101 Dalmatiner. Auch ein wunderschöner Film. Kann man sich immer wieder angucken. Ja, hier, ne, Wimmelbild, suche die 101 Dalmatiner. Auch richtig schön gezeichnet. Wo haben wir denn hier wieder eine schöne Zeichnung auch. Alles, wie gesagt, nachgezeichnet, keine Filmbilder. Deswegen sind sie auch sehr, sehr schön. Lesen sich kurz. Ich wollte gerade noch mal gucken, welchem Jahre sie sind, das weiß ich gar nicht, aber ich finde diese Disney-Bücher immer wieder sehr, sehr schön. Ich gucke jetzt gerade mal, die sind aus dem Jahre 97, sind beide aus dem Jahre 97. Wunderschön und wie gesagt, für hier 1 Euro werden wir schon, ich muss schmieren, an meine Schwester gehen. Das ist ganz wichtig. Ja, und ja, damit fing das schon mal ganz gut an. Wo wir auch bei Figuren sind. Ich habe einige Figuren gefunden. Da hatte einer so viele alte Schlümpfe und es waren so Plastiktüten gepackt, waren die Figuren. Und habe ich so einfach durchgeguckt. Ich habe da 2 Beutel mitgenommen. Den ersten Beutel, ist einer runtergefallen. Da waren 5 Figuren drin. Ich habe jeweils 4 Euro pro Beutel bezahlt. Also für den Beutel hier, da war einmal, die Figur kenne ich jetzt nicht, aber ist auch eine ältere. Ich werde euch da auch noch mal gleich, wenn ich sie euch hier präsentiert habe, ein Foto einblenden. Eine von denen, da bleibt stehen. Will nicht. Gut, legen wir hin. Aber dann waren da 4 Wiki-Figuren dabei. Wiki, der Wikinger, eine Zeichentrickserie aus den 80ern, jedenfalls. Es gibt eine Neuauflage, aber diese Figuren sind von 1979. Ich kann jetzt nicht über die Namen alle sagen, aber richtig schön, diese alten Figuren zu finden. Hier der böse, irgendwie Sven hieß der. Dann haben wir hier den Häuptling.
und hier den alten Ratgeber, der ist auch noch auf dieser alten Platte, auf so einer Platte steht er da. Ich weiß gar nicht, ob unter jeder Figur so eine Platte war, da ist auch das Datum entsprechend drauf. Taurus-Film steht hier, sind richtig zum Film rausgekommen von 1979. Ich finde es richtig cool. Ist ein Film, wo ich mit aufgewachsen bin. Ja, ich bin 74 geboren, das heißt, mit 5, 6 Jahren habe ich die Serie geguckt. Naja, auf jeden Fall hat mich das sehr gefreut. Wie gesagt, 4 Euro, 1 Euro pro Figur kann man sagen. Mit der Figur kann ich jetzt nicht viel anfangen, die kenne ich nicht, aber da wollte ich dann jetzt auch nicht raussortieren. Der zweite Beutel, den ich mitgenommen habe, ist Power Rangers Figuren. Ich bin jetzt nicht der große Power Rangers Fan, deswegen werden die auch mich verlassen. Zuerst an einen guten Kumpel, den Bürgermeister, der freut sich auch schon. Und es ist ein ganz Haufen, es sind auch doppelte Figuren dabei. Ich bin richtig erstaunt. Ich zeige euch, wie gesagt, auch wieder erstmal so ein bisschen in die Kamera und dann kommt ein Gesamtbild. Hier habe ich zum Beispiel 2 Bösewichter. Sind halt Minifiguren. So einen grauen Gegner, hier mit den pinken Ranger. Auch richtig cool, was habe ich noch? Sind auch doppelte dabei, da habe ich jetzt gar nicht zugegriffen weiter. So, ich habe hier den grünen und den roten Ranger. Ich habe hier einen blauen Ranger. Noch so ein Bösewicht. Na, den auch richtig halten, damit ich hier zeigen kann. Wie gesagt, ich mache da gleich noch meine Gesamtaufnahme von jeder Figur, also von den Figuren. Wie gesagt, die beiden Sets gab es für je 4 Euro. Und da sage ich nicht nein. Also da gerade auch, was jetzt übrig bleibt, was ich jetzt nicht unter meinem kleinen Forum verteile oder da weitergebe, werde ich mit auf die Toyplosion nehmen. Die Toyplosion in Castrop-Rauxel, bin ich jetzt als Hamburger in Süddeutschland, da werde ich am 26.8. diesen Jahres im August ja, werde ich besuchen, werde ja, einfach stöbern, auch verkaufen. Ja, also besucht mich da. So. Aber ihr wollt ja wissen, was ich noch gefunden habe. Der nächste Punkt ist, ich fange jetzt einfach mal auch die kleinen Teile weiter. Ich überlege, habe ich da noch was anderes? Da habe ich noch eine DVD mitgenommen oder Blu-ray, besser gesagt, die zeige ich euch gleich. Da habe ich einen Stand gefunden, da gab es Pins. Ja, ich habe ja schon im letzten Flohmarkt-Video ein paar Pins gefunden. Und jetzt habe ich jetzt wieder eine ganze Tüte voll Pins. So, und ich zeige die jetzt nicht in die Kamera. Ich werde ein Bild einblenden, wo die alle drauf sind. Und ich erzähle dann so ein bisschen was dazu, während ihr euch die Bilder anguckt. Also, den Anfang möchte ich machen. Ihr seht, da sind 4 Pins von Anastasia. Die sind von 1997. Wir zeigen die beiden Hauptfiguren und ja, ein Bösewicht sozusagen, so eine kleine Fledermaus. Dieser Pin ist doppelt dabei, richtig cool. Sind damals zum Film erschienen und ja, die mussten sein einfach. Dann habe ich da einen Australien-Pin, den habe ich, ich muss dazu sagen, den Australien-Pin, den habe ich in der Schmuckschatulle gefunden. Da war so eine riesen Kiste mit Schmuck. Und da habe ich dann auch Pins gesehen und dann habe ich gedacht, dann nehme ich mit. Der ist für meinen Kumpel Torben, der ist Australien-Fan, der wird da eben halt, ja, der wird sich freuen. Und ja, also wie gesagt, es gab einen Teil der Sachen wie die Anastasia-Pins, die waren auf so einer Matte, wo ich dann direkt sehen konnte. Und dann fiel mir eben halt der Australien-Pin mitten in dieser Schmuckkiste auf. Da habe ich weiter gewühlt und habe ich noch weitere Pins entdeckt. Und ihr seht das dann, ich habe dort gefunden einen tasmanischen Teufel, das ist so eine Gummipin, aber der ist von 1997, deswegen fand ich auch den interessant mitzunehmen. Sehr interessant, der wird auch sehr viel älter sein, vermute ich mal. Ein Yogi-Bär von Hanna-Barbera, finde ich richtig cool. Dann, die sind von, ich gucke gerade hinten drauf, von 1999, 2 Mainzelmännchen, Conny und, nee, bei dem einen steht Conny hinten drauf, bei dem anderen steht leider kein Name drauf. Aber das ist ja der Papa, der Brillen, Bebrillte. Also in dem Sinne richtig cool.
Und dann, wo ich ganz glücklich drüber bin, eine Tim und Struppi Pin. Also richtig cool. Ich bin richtig begeistert über diesen Tim und Struppi Pin. Also den ja, gab es für 1 Euro. Alle Pins je 1 Euro. Da habe ich dann auch nicht gehandelt. Ich fand das fair. Und da habe ich noch eine Blu-ray mitgenommen und da für einen 10er und zusammen 20 Euro bezahlt. War richtig cool. Ja, da bin ich richtig begeistert. Diese Pins machen schon was her. Naja, gut. Aber ihr wollt ja noch wissen, was ich noch gefunden habe. Viel ist es nicht. So, fangen wir an mit den Filmen und dann greife ich auch gleich vor, den Film, den ich gefunden hatte, der dabei war. Und der ist noch sealed. Ein Mediabook. Running Man. Gab's für einen 10er. Und gibt's zwar auch schon für 12. Ich habe das günstigste Angebot für 12 gesehen, so zu finden. Und glaubt, um die 20, 25 Euro maximal kostet dieses. Aber es ist neu, 25 für 10er, habe ich gesagt, okay, komm, nimm mit. Ich habe den Film auch schon, ich habe auch ein Mediabook, aber ich dachte, oh, schadet nicht. 4 Discs limitiert, 2 Blu-rays, Soundtrack, DVD. Gut, DVD ist natürlich Quatsch, aber 4 Bonus. Und ich weiß nicht, weil es sealed war, Running Man ist, geiles Cover, musste ich haben. Ging nicht anders. So, dann passend, aber für 2 Euro gefunden. Anastasia, na, das ist fast doch. Zu den Pins gab es Anastasia. Fangen wir hier zu einem Disney-Film. Passt auch perfekt mit dem Ganzen. Ja, dann hatte einer so Krimskrams mit 4 DVDs, Kinder-DVDs auch. Aber was finde ich dabei? Diese Turtles-Disc. Das ist jetzt eine Disc aus der Box 2, dieser von Teenage Mutant Ninja Turtles, von den DVDs. Ja, es ist die einzelne, hatte auch keine weitere, aber für 1 Euro habe ich gedacht, komm, nimm mit. Ich brauche sie jetzt nicht, aber das ist gutes Tauschstuff-Material und es gibt immer jemanden, der vielleicht vervollständigen möchte oder dem, ja, dem das auch reicht. Ne? Also das konnte ich dann einfach nicht liegen lassen. Und nicht liegen lassen konnte ich, obwohl ich den Film auch besitze, aber allein weil das ein Steelbook ist, ich habe dafür 3 Euro bezahlt, Sin City. Das ist jetzt der... zwei Blu-rays mit der Kinofassung und dem Recut, aber Sexy Jessica Alba konnte ich nicht liegen lassen, auch richtig schick. Es gibt ein Jessica Alba Poster, ne? Und ja, ich bin sowieso ein großer Jessica Alba Fan, seit ich sie mal ja, kennenlernen ist nicht falsch, aber pressemäßig habe ich mal beim Event teilgenommen, wo sie auch war und ja, das war aber zu Dark Angel noch. Ich blende mal hier ein altes Bild ein von ihr, wo ich damals sie in Hamburg sozusagen zum Event getroffen habe. Ich habe da mehrere Fotos gemacht. Ich habe auch pressemäßig eben Fotos gemacht. Deswegen hatte ich das gerade die Fotos gemacht, als sie Autogramme für die Fans geschrieben hat. Ich habe natürlich auch ein Autogramm bekommen. Ja, aber richtig cool. Ich freue mich darüber. Weil ich liebe dieses Cover, auch wenn ich eine normale Fassung habe. Aber das musste sein. So, ihr wollt aber wissen, was habe ich an Computerspielen gefunden? Nicht viel, aber ein paar schöne Sachen. So, Anfang macht eine richtig große PC-RPG-Collection und die Anthology von Divinity. Da sind die ganzen Divinity-Rollenspiele drin. Ein großes Artbook, ich zeige euch das so ein bisschen, was dabei ist. Das ist richtig gut. Es gab es für 3 Euro. Das lässt sich auch ohne Steam-Code oder so weiter spielen. Da sind einmal so eine Doppeldisc mit 2 Soundtracks drin. Dann sind hier die Anthology-Spiele, das sind sozusagen im Endeffekt glaub, 3 Spiele. Divine Divinity, Beyond Divinity und Divinity 2. Also richtig cool, das ist die Disc. Und es ist ja schon Sammelstück, die ist ja auch limitiert mal gewesen. Wurde von Dedelec damals rausgebracht. Dann ist dabei noch schön so ein Sticker-Sheet. Alles dabei. Also hier sind noch Codes zu anderen Spielen wie Dragon Commander ist dabei, noch ein Code. Hier ist noch ein Code dabei. Es sind zwar Steam-Codes, vielleicht sind die eingelesen. Das sind für eine zusätzliche digitale Kopie. Kann ich sagen, hier haben wir sogar noch Divinity Original Sin nochmal, das Spiel dabei, der Code. Kann natürlich sein, dass es eingegeben ist, keine Ahnung. Dann haben wir hier ein Post, 2 Poster sogar. So eine Karte mit oder das auf der einen Seite ist dann so eine Karte und hier sind eben halt
Poster, wie das hier zum Beispiel. Auch richtig cool, wie gesagt. Und für 3 Euro nehme ich so eine Special Editions gerne mit. Und dann noch dabei ist dann so ein dickes Entwicklertagebuch, was richtig interessant ist. Ich habe die Edition auch schon gehabt, aber gewisse Sachen lasse ich dann auch nicht liegen. Gerade für einen guten Preis. Und ich bin ja so ein Special Editions Fan und dann nehme ich das mit. Also im Endeffekt ist das Tauschstuff. Aber es ist eine richtig schöne Edition. Gut, PC machen wir ganz kurz weiter. Das ist für meine Sammlung. Ich bin ein großer Baphomets Fluch-Fan, aber auch ein Black Mirror-Fan vom Klassiker. Und dann habe ich mir die Computerspiel-Bild-Version geholt. Die habe ich noch nicht so in der Sammlung gehabt. Ich nehme gerne solche Sachen auch für meine Sammlung auf, um diese alle Versionen einmal zu haben. Hier ist es Black Mirror. Gab es für 1 Euro. Habe ich gerne mitgenommen. So, halt mal einen Schluck wieder trinken. Damit mir die Stimme nicht mehr knickt. Ist mir auch schon passiert, die Tage. Ich habe noch ein paar andere Videos aufgenommen mit Pickups, gerade von Transformers. Und Unboxings habe ich gemacht, weil ich habe ein paar Pakete bekommen, das wollte ich euch unbedingt zeigen. Ja, habe ich auch kaum Stimme gehabt. Aber extra für euch gebe ich mir Mühe und das Ganze. So, dann gab es noch 3 Spiele. Für 3 Euro habe ich mitgenommen für das Nintendo DS Batman The Video Game. Ist auch alles dabei. Die Hülle ist ein bisschen gebraucht, weil da ist das Modul locker. Der hatte auch noch Lego Harry Potter DS liegen, aber leider ohne Modul. Sonst hätte ich es auch mitgenommen für 3 Euro. Absolut fairer Kurs. Dann gab es noch 2 360 Games. Das eine habe ich mitgenommen, weil es eine Promo ist. Ansonsten ist es ein Open World Verfolgungsjagdspiel. Ist nicht schlecht. Erste Teil vor allem von Watch Dogs. Das ist die Promo. Promos nehme ich immer gerne mit. Sind etwas seltener zu finden und es gibt ja Sammler von Promos, aufgrund dessen nehme ich sie immer gerne mit. Und das letzte Spiel, das hatte mein Bruder noch nicht, hat mein Bruder mitgenommen, der hat diesmal gar nicht so viel gefunden, das meiste ist von mir, ist Tom Clancy's Hawk 2 für die Xbox 360, ist auch noch vollständig. Hier seht ihr Disc und Handbuch. Ja, das war die Flohmarkt-Ausbeute. War, wie gesagt, ein Flohmarkt. Mal sehen, wie die nächsten Flohmärkte sind. Nächstes Wochenende ist ein Dorfflohmarkt, wo man von Haus zu Haus tigern muss. Ich bin mal gespannt, wie es da ist. Ich muss erstmal die Karte kriegen. Wie viele überhaupt mitmachen, das weiß ich noch nicht. Und dann bin ich mal gespannt. Vielleicht bin ich dann da. Je nachdem, wie das Wetter natürlich mitspielt. Er fängt auch etwas später an. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das Video dann auch rechtzeitig schaffe an dem Tag. Ja, ansonsten lass ich mal jemand anderen das Ende sprechen. Das war es für heute. Freue mich über ein Like, ein Abo und sprecht mit mir in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal.